ich bin leise, schreiben die alle. Ja, du bist leise. Ich wollte es dir nur nicht sagen, weil ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Das Lustige ist, du bist bei mir auch leise. Ich bin bei dir auch leise, aber in, also ich glaube... Oder als, leiser als vorher zumindest. Oh, das tut mir sehr leid, aber ich kann natürlich auch näher ans Mikro. Nee, ich höre dich schon. Es, ach so. Ist mir nur aufgefallen. Na, vielleicht ist einfach der Ingame-Sound lauter. Also, dass ich nur im Vergleich zum Ingame-Sound oder so. Das lauter stellen kann, ne? Also, ich habe ihn jetzt mal noch ein bisschen... So, das machen wir mal weiter. Ich Option jedes Mal finde, ey. Oh. Also, hast du, Ah, hier. Klappt's? Besser? Achso, speichern. Besser? Ja. Nein. Das ist es. Nein? Nein, nein. Egal. Ja, machen weiter. Wir einfach weiter. Und habt ihr jemals einer wunderschönen Sängerin in die Hand geschüttelt? Du kannst ja theoretisch auch einfach mal dein Mikro näher an den Mund legen, machen. Habt ihr jemals einer wunderschönen Sängerin die Hand geschüttelt? Achso, ah, das ist ja das Mikro, was du benutzt und nicht das an deinem Headset. Ja. Stimmt. So, wie geht's denn weiter? Und genauso verhält es sich hiermit. Ah, ich glaube, stell's mal lieber wieder zurück. Okay. Okay. Ja, du tust es ja nicht. Magst du mich nicht? Was? Hä? Du stellst das Mikro nicht zurück. Ach so. Der war gut. Ah, wie auch immer. Dominika hat diese Stöckelschuhe die ganze Zeit getragen. Das ist wichtig, schätze ich mal. Ja, soll ich ihr mal was präsentieren? Ach, der ist ja auch noch. Es blieb da. Oh, den will ich unbedingt mal machen. Oh, jetzt bist du wirklich leise. Jetzt bist du sehr leise. Hast du die so weit weggestellt? Das Mikro. Ich kann es auch wieder hier hinhalten. Hallo! Oh Gott. Moment, oder wird das bei mir automatisch eingestellt in den Audioeinstellungen? Nein, eigentlich gar nicht. Also, aber ich kann mein Mikrofon lauter stellen für dich. So. Nee, musst du nicht. Mach ich aber. Okay. Ihr habt den Eindringling entdeckt. Könnt ihr mir mehr darüber sagen? Philly Falt und Funkmiel. Fuckmiel. Fuckmiel? Nur Fuckmiel? Philly Falt irgendwas. Bitte? Wenn ihr mir etwas fragen wollt, müfft ihr mit Miffon mit meinem richtigen Namen anstreffen. Jetzt ist die Axt zu laut. Welche Axt? Und egal. Meine Axt! Macht euch Niff über Miff Luftfliff, weil ich ein Kind bin und ihr werdet dafür büfen. Nicht blufen. Oh, gut. Aha. Fieber, Teig, Kuckuck? Ihr begreift das einfach nicht. Oder? Mit euch rede ich ab jetzt nicht mehr. Oh Gott. Das ist einfach absurd. Zwiebelchen? Ah, falsch. Zwiebelchen und Schuckmehl. Könnt ihr jetzt erzählen, was in jener Nacht vorgefallen ist? Zwiebelchen... Wer kommt denn auf so einen Namen? Keine Ahnung. Die Nacht des Verbrechens? Was habt ihr damals gesehen? Ich find's natürlich wieder lustig, wie die Schreiber das eingebaut haben, dass ausgerechnet Maya ihn dann mit seinem richtigen Namen anspricht. Ja, wenn er es denn ist. Pfifferloch! Er ärgert sich nicht, ja. Ich fahr die Fuffabbrücke der Hexe! Der Hexe! Dabei ist das doch gerade gar nicht in Anführungsstrichen geschrieben gewesen.
Die habe ich gewählt. Gut gemacht, Maya. Aber wie verstehst du ihn? Irgendwie klingt der Name ja auch wie ein Maya-Name. Ah, ja, los! Sie Bichal-Tunchunchuk-Mil. Sibichal-Tunchunchuk-Mil. Oh Gott. Alter, ich hab's schon gesagt. Nee, Sibichal-Tunchunchuk. Tunchunchuk-Mil. Achso. Tunchunchuk-Mil. Oh Gott. Ja, Zibil Tal Chunchukchuk. Nein! Zibil Tal Chunchukmil. Oh Gott. Am Ende des Let's Plays können wir das. Ja, Zibil Tal Chunchukmil. Oh Gott. Ich habe meine Kindheitserinnerung gelöscht. Das war eine schöne. Oh. Naja, dafür kennst du jetzt Zibil Tal Chunchukmil. Zivilchaltunchunchukmil. Oh Gott. Da war Erlington einfacher. Wünschst du dir jetzt Erlington zurück? Ja, schon irgendwie. Ich war in der Chateau-Dier-Chateau und da fand ich Zivilchaltunchunchukmil. Lustig wird's aber, wenn du dann wieder ihn sprechen musst, wie er seinen Namen ausspricht. Oh Gott. Fibbelfall Funfunkwumpf. Funfunkwumpfmil. Tunfunkwumpf. Ah, ja, gut, weiter. Und wie die in dieser Skitsche gefunden? In dieser Skipfe? Ja, ja, Pfiffer. Da find die riftigen Abdrücke. Und dann? Was habt ihr gemacht, nachdem ihr den Eindringling entdeckt hattet? Der Boff hat immer gefragt, wir wollen Eindringlinge immer melden. Oh, versteht ihr? Ich weiß, wer es ist. Der nicht? Nein. Der nicht? Der nicht? Der hier? Nein. Der? Nein, welcher von denen war das? Der Chef? Den Werwolf mal befragen. Verzeiht, Herr Haubert. Verzeiht, Herr Haubert. Oh! Oh! Das kam jetzt aus dem Nichts! Hab doch wenigstens ein bisschen Respekt vor der Wache! Habt ihr etwas zur Aussage von Gigi von Nummer 9 anzumerken? Anmerken? Nun ja, durchaus! Ich erinnere mich an seinen Bericht! Seltsame Abdrücke erschienen auf der Wendeltreppe des Glockenturms. Warum habt ihr diese nicht sofort überprüft? Wir sind die flinke Wache, die pflichtgetreuesten Ritter und wir geben immer alles für unsere Erfüllung. Es ist völlig undenkbar, dass wir nach einer solchen Meldung keine Untersuchung einleiten. Zibich halt Chunchunchukmil fischt frische Fische. Oh Gott. Achso, nee. Fischers Zibich halt Chunchunchukmil frischt frische Fische. Frische Fische. Frische Fische. Fischt Fischer Zibich halt Chunchunchukmil. Oh Gott. Nach wie es scheint, hat die Inquisition von euch keinen derartigen Bericht erhalten. Wenn wir es am Ende nicht schaffen, dann ist übrigens der Chat schuld. Genau, ihr Name ist leider zu lang. Wenn dann mal irgendwo... Ingame-Sound ist sehr leise, och Mann. Jetzt ist er lauter. So, also jetzt so reicht das, finde ich. Hörst du ihn noch? Okay, alles klar. Korrekt! Ich hatte alle Hände voll damit zu tun, jeder Wache eine Aufgabe zuzuordnen. Orba. Ja. Also wählte ich, Achso, ich auch, Orba. Also wählte ich eine zuverlässige Wache und gab dieser Person den folgenden Befehl. Untersuche sofort die verdächtigen Fußabdrücke, die auf der Treppe erschienen sind. So meine Worte.
Wer war diese zuverlässige Wache? Ich ahne. Dominika! Cosinus. Ha, es war... Ich kann mich gerade nicht entsinnen. Ich bin mir aber sicher, dass es eine junge und beherzte Wache war. Wer könnte es nur gewesen sein? Junge und beherzt also. Ja. Das ist immer noch ziemlich komisch. Was? Warum tritt diese Person nicht vor und sagt, dass sie es war? Da ihr Chef sich so und sich wohl nicht mehr dran erinnern kann. Ja, das ist schon merkwürdig. Wer auch immer es ist, er scheint nicht zu wollen, dass wir wissen, wer es ist. Wer er ist. Vielleicht finden wir es heraus, wenn wir alle ganz genau im Auge behalten. Ja, das ist... Ich glaube, das wird's wirklich sein. Aber gerade eben, bei Dings ist doch niemand... Gerade ist doch nicht irgendwie... Ja. Greif mal Cosinus noch an, den möchte ich noch aus Prinzip einfach haben. Ja, okay. Der heißt Konfuzius. Konfusius. Ach so, wie kommen wir auf Cosinus? Du bist auf Cosinus gekommen. Habe ich Cosinus gesagt? Ja. Ja, irgendwie dachte ich auch, dass der so hieß. Aber stimmt, Konfusius heißt der ja. Egal. Ja. Verzeiht. Aber wir sind uns doch schon mal begegnet, Herr Konfusius, nicht wahr? Konfusius? Ich muss eure absurden Hoffnungen im Winde der Realität verwehen, Jüngling. Einen solch ungewöhnlichen Namen habe ich nie zuvor vernommen. Konfusius erinnert mich an einen Philosophen. Schau mal, was er mit seinen Daumen macht. Ja. Das ist irgendwie lustig. Ihr erinnert euch nicht mehr? Mitnichten. Wo kam dieser Konfusius her? Wo ging er hin? Wohin machte er sich heute auf? Ich weiß es nicht. Dessen ungeachtet ist dies für niemanden von Belang. Ich bin auf einer grünenden Wiese frei jeglicher Gewänder. Was? Während ich den Blüten beim Tanz zuschaue, erlaubt mir, mich noch ein Weilchen an meinen Träumen zu weiden, Jüngling. Ihr legt niemanden herein, Herr Konfusius. Konfusius muss ja seit dem anderen Prozess einiges passiert sein. Und vor allem mit seinem Kopf. Aber was zum Henker geht mit all diesen Wachen vor sich? Die sind allein. Okay. In Ordnung. Nachdem ich die Aussagen gehört habe, ist nun die Zeit fürs Nachdenken gekommen. Aber es sind zu viele Zeugen auf einmal. Es wird unglaublich nervig sein, sinnvolle Informationen von diesen durchgeknallten Haufen zu bekommen. Auf jeden Fall sind die Fußabdrücke, die im Glockenturm gefunden wurden, erstmal unsere heißeste Spur. Sie wurden nämlich auch von vielen Zeugen gesehen. Also sollten wir uns darauf konzentrieren und sie so lange ausquetschen, bis sie nützliche Infos ausspucken. Ja, das ist der Plan. Wenn ich die Zeugenaussagen nicht anfechten kann, dann ist dies das Ende für Sophie. Ich muss einen entscheidenden Widerspruch aus ihren Aussagen hervorkramen. Also, die Fußspuren kommen dann wohl von ihr, aber wir müssen irgendwas finden. Also, kann die Fußspuren vielleicht einfach mal präsentieren? Ich glaube, das wäre... Ich würde vorher wieder eine Hinweismünze, ne? Ich bin nämlich der Meinung, wir müssen nochmal... den nehme ich mal weg. So. Wo hatten wir eigentlich... wo hat jemand das Moment mal... Also, oder wo hat jemand, wo konnten wir jemanden anderen befragen? Also den Nummer 1. Bei wessen Aussage war das? War das nicht bei If? Bei hier? Ich glaube bei dem, ich weiß nicht mehr. Also bei dem oder nicht. Oder? Doch, Doch beim Willibald. Weil er doch, oder wer hat denn gesagt, dass alles gemeldet werden sollte? Das war der, ja? Ja. Und wenn wir den mal danach ausreden lassen würden, also ich würde jetzt eine Hinweismünze in den Topf werfen und gucken, ob wir was präsentieren müssen oder nicht, würde aber sagen, also entweder müssen wir schon die Fußspuren präsentieren bei ihr, bei Dominika, oder wir müssen hier nochmal angreifen. Ich würde erst nochmal angreifen und dann
Okay, wir können ja erstmal nur einfach so angreifen. Ich brauche ja keine Hinweismünze dafür. Genau.